Als die Sonne aufgeht, versinkt Okinawa im Donner der längsten Schlacht. 280.000 Menschen sind dem Tod geweiht, als Amerikas Elitetruppen angreifen. Das Inferno kennt kein Erbarmen mit Frauen und Kindern. Hör mir mal gut zu. Ich werde hier gebraucht. Ich kann nicht weggehen. Das siehst du doch ein. Du bist doch schon ein großer Junge. Ich muss hier bleiben, verstehst du? Ich will kein großer Junge sein. Die Bevölkerung wird zum Treibwild des Todes. 84 Tage tobt der unerbittliche Kampf. Bald ist jeder Quadratmeter der Perle des Pazifik blutgetränkt. Widerstand ist sinnlos. Trotzdem opfern sich in der Hölle von Okinawa Männer, Frauen und Kinder. Sie alle beseelt ein unbarmherziger Wille zur Selbstvernichtung. Die schöne Kunishi führt das Sternlilienchor, das Heer der jungen Mädchen. Im Chaos von Blut und Tränen erblüht ihre bittersüße Liebe. Wenn der Krieg zu Ende ist, müssen Sie bestimmt mal kommen. Versprechen Sie mir das? Ich verspreche es Ihnen. Auch wenn es nur ein Traum bleiben wird. Die Amerikaner werden wiederkommen. Immer wieder. Sie werden so lange angreifen, bis sie Okinawa zerstört haben. Wie ich diesen Krieg hasse. Immer neue Massen speit das Meer ans Land. Der eiserne Ring der Amerikaner drängt die Japaner zurück. Wer Okinawa verteidigt, verteidigt das Vaterland. Ich weiß, dass ihr euer Bestes geben werdet. Wenn es sein muss, auch euer Leben. Ein eiserner Wille zwingt die Kinder in die brutale Maschinerie des Grauens. Wo Waffen fehlen, soll die bloße Faust das Verhängnis eindämmen. Das heitere Lachen erklingt zum letzten Mal. Denn diese Jugend hat nur eine Zukunft, den Tod. Gib dem das Zeug. Ach, hör auf mit der Heulerei. Ich hätte sowieso nicht mehr lange gelebt. Wer nicht kämpfen, sterben kann, nimmt Gift. Lebend soll keiner dem Feind in die Hände fallen. Dem auch. Nein, muss nicht! Dieser Film ist eine geballte Ladung menschlicher Schicksale. Kunishi. Ja. Juri. Wir wollten doch lächeln. Wir sehen uns ja bald wieder. Ja. Ich lächle ja schon. Major Kawanishi, Major Oshima, sammeln Sie die Männer und führen Sie sie zum Endkampf. Dieser Film ist eine gnadenlose Abrechnung mit dem Wahnsinn der Kriegsführung, dem die gesamte Bevölkerung Okinawas zum Opfer fiel.